Hallo und herzlich willkommen zu Back to the Future The Game. Diese Episode nennt sich Get Tenen. Und deswegen sage ich neues Spiel. Bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wenn Martin neue Ziele hat. Ja, bitte, ich bin noch unerfahren. Nein, danke, ich bin ein erfahrener Spieler. Das haben wir in der letzten Folge gemerkt. Ja. Wir sind erfahren. Wir haben keine Hilfe gebraucht. Überhaupt nicht. Nein. Pst. Telltale Games. Im Shuzera Bay mit Universal Partnership und ja, egal. Back to the Future. The Game. Gott, ich kann nicht reden. Samstag, 13. Juni 1931. Ach, immer noch? Ach ja, stimmt, da war der was. Oh mein Gott, wir verschwinden. Ja. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es sei denn, die Zeitung von morgen. Hast du sie noch? Ja. Buchhalter stirbt nach Prügelattacke. Der Buchhalter Arthur McFly wurde gestern Abend brutal zusammengeschlagen und verstarb im Anschluss auf den Stufen des Gerichtsgebäudes von Hill Valley. Jemand wird Grandpa töten? Ja, Tennants Schläger, ohne Zweifel. Wahrscheinlich als Rache dafür, dass Arthur deiner Vorladung gefolgt ist. Was machen wir jetzt? Ich bin mir nicht sicher, was wir machen können. Demnach wurde dein Großvater vor 5 Minuten vor der Tür des Gerichts liegen gelassen. Mein Dad scheint gerade zu verschwinden. Das ist die Zeitgerade. Sie verändert sich wegen der tödlichen Wunden deines Großvaters. Das bedeutet, dass dein Vater nie geboren wird. Und du auch nicht. Es sei denn... Wann hast du deinen Großvater das letzte Mal gesehen? Das war um 4 Uhr. Auf dem Rathausplatz. Geben wir ihm Zeit, ihn gut abzustellen. Gut. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. In deinem Fall sollte das kein Problem sein. Du bist im Gefängnis. Okay, machen wir uns auf den Weg, bevor die Polizei uns findet. Halt! Oh. Steigen Sie zu spät. Händen aus. Oh, wir können was machen. Wir können erstmal. Doc. So ist es recht, Doc. Lenken Sie ihn ab. Ja. Er hat mich noch nicht gesehen. Das ist hier der Parker. Was war das? Mist. Ich habe da hinten etwas gehört. Echt? Ich glaube, Sie irren sich, Officer. Ja, wir führen auch Selbstgespräche. Einer an. Es scheint, als hätte ich hier einen Flüchtigen. Carl Sagan, Barbrandstifter. Mutmaßlicher Barbrandstifter. Warte mal, Inventar. Wir haben das Notizbuch. Wir haben ein Foto von George, das sich auflöst und wir haben nichts mehr. So, nein, nach wie macht man das nochmal? Ben. So. Wenn ich bitten darf. Okay. Was ist das für ein komischer Wagen? Das ist ein Auto. Das ist ein Prototyp, der noch nicht getestet ist. Jetzt geh schnell dahin, Junge. Er darf nicht wissen, dass ich hier bin. Ja, aber du hast die Scheißschlüssel. So? Ach, leck mich doch. Wieder. Sicherlich spielt Ihnen nur die Nachtluft an den Streich, Officer. Jetzt gehen wir nochmal rum. Ist das ein ausländisches Modell? Ja. Aus Deutschland oder so? Ja, aus Deutschland. Das ist amerikanische Qualitätsarbeit. So, kriegen wir jetzt den Schlüssel? Ja, Marty. Ich bin mir sicher, dass dort etwas ist. Sieht aus wie dieses Science-Fiction-Zeug. Genau. Ja, wird jeder so ein Baby fahren. Ja, lauf nochmal 10.000 Mal im Kreis.
Da wird sicher eine Beförderung für mich drin sein. Sie sind ziemlich heiß begehrt, den Hill. Was für ein schlechter Kopf der ist, ey. Machen wir mal hier mit der Fahrradtür, geht nicht. Cool. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, ein paar Minuten zu entspannen, bis Verstärkung kommt. Mir macht es nichts aus, nur das Auto könnte andere Pläne haben. Sekunde, warte mal. Was war das? Oh, da war gar nichts. Ich habe da hinten etwas gehört. Ich glaube wirklich, Officer. Ich glaube, ich konnte da was anklicken. Hier. Ich würde mir den Fluchtwagen gerne näher ansehen. Was ist das? Da, im Gebüsch. Hä? Ich habe nichts gehört. Ich dachte, es wären meine Handlanger gewesen, aber Sie haben wohl recht. Es war nichts. Handlanger, sagen Sie? Tschüss. Mach's gut. Halt! Sag! Geh, rette deinen Großvater. Ich hoffe, dass du zurückkommst. Was kommst. Alles klar, Doc. Was ist hier los? Das wird jetzt interessant werden, denn wir dürfen uns ja selbst nicht sehen, sonst wird die Zeit sich verändern. Sind wir das jetzt aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit? 16.55 Uhr. Marty muss irgendwo da drin dem Staatsanwalt sein Herz ausschütten. Dort oben. Da ist er ja. Jetzt muss ich nur bei ihm sein, bevor... Mr. Crockett? Crockett? Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht mit Ihnen noch ein Interview zur Lage des Armens Sagan führen könnte. Meine Quellen besagen, dass Richter Brown ihn morgen freilässt. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Wie bitte? Ach, nichts. Können wir vielleicht später darüber reden? Ich muss dringend zum Gerichtsgebäude. Wirklich? Warum? Mein Großvater ist Geschworener und er braucht seine Medikamente. Oh, na gut. Ich will Sie nicht aufhalten. Und leihen Sie bitte diesen furchtbaren Hund an. Dafür gibt es schließlich die Gesetze. Sicher, kein Problem. Ja, und wir hießen nicht Crockett, sondern Corleone oder so ähnlich. Los, Marty, von gestern, hör auf zu reden und beweg dich. Ach, Einstein. Einstein? Einstein, was ist los? Lauf weg! Mist! Hund. Einstein! Das haben wir aber gestern nicht gemacht. Obwohl, Moment mal. Ist es ein Eichhörnchen? Da... Oh Gott, das so... Oh Gott. Du willst spielen? Okay, spielen wir. Falltasten. Welche Falltasten? Ich habe keine Falltasten. Was hast du vor, Aini? Hier. Willst du das Stöckchen? Soll ich es werfen? Doch, ich habe Falltasten. Nein, ich haue mir nicht mit einem Knüppel auf meinen Kopf. Warum nicht? Ja, wohin? Da, hier, Emmett. Los, mein Junge. Einstein! B. Warum steht denn B? Das ist blöd. Böser Hund. Na komm schon, Aini. Ist es ein Eichhörnchen? Na gut, versuchen wir es nochmal. Ja, und diesmal werfen wir woanders hin. Nämlich zur Edna. Schnapp sie dir, Aini. Und die wird sicher ausrasten. Sie! Schon Einstein, weg von der netten Dame. Meine Schuhe! Einstein, nein! Nein! Gut gemacht, Aini. Jetzt lauf ins Gerichtsgebäude und schnapp dir Artie, bevor Tennants Leute. Warum redet der mit sich selbst? Wer ist das denn? Tennant? Also einer von seinen Leuten. Und da steht immer noch dieses B. Hey! Oh Gott.
Hey. Meinen Berechnungen zufolge benötigt der Umlaufmotor für einen richtigen Raketenbohrer 1,21 Kilowatt Leistung. Kannst du das zur Sicherheit noch einmal... Ist alles in Ordnung? Ja. Ja. Aber ich muss zu Arthur. Warum? Ich muss ihm sagen, was er dem Staatsanwalt erzählen soll. Bist du jetzt der Rechtsexperte? Ja. Komm schon, sollten wir nicht zurück an die Arbeit? Wir haben wenig Zeit, oder? Fang ohne mich an. Sicher, fang ohne mich an. Dreh dich um und geh los. Ich bin in ein paar Minuten bei. Verdammt. Mein Gott, was ist das? Was ist was? Mit wem hast du gesprochen? Na, mit dir. Nein, ich meine eben, als ich auf dich zukam. Na, mit niemandem. Ich habe an Gleichungen für meinen Raketenbohrer gearbeitet. Nein, nachdem... Ach, vergiss es. Machen wir uns auf den Weg. Folge mir. Ich dachte schon, ich gehe nie. Wenigstens ist jetzt der Weg zum Gerichtsgebäude frei. Bett nicht, wegen dem Typen. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Aha, wir wissen also, dass das Zane heißt. Ja, teleportieren wir uns einfach mal dahin. Du musst mitkommen. Ich kann es jetzt nicht erklären. Du bist in großer Gefahr. Was heißt das? Ich bin in Gefahr. Okay, klar, wenn wir jetzt kommen. Arty, versprich mir einfach, dass du in der Polizeiwache bleibst. Arty McFly, genau dich haben wir gesucht. Hey, Leute. Hey. Auf, Knappi. Nein, nein, nein. Oh. Der müsste eigentlich ohnmächtig werden. Arty? Ich sollte Ihnen folgen, bevor ich wieder zu verschwinden beginne. In der Suppenküche sind sie, aha. Ja, überhaupt nicht unauffällig. So, hier, geh, geh. Oh, renn doch. Renn schneller. Wow, das ist ein Auto. Hui. Alles ruhig. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss. Der Boss ist gerade woanders. Na, Wayne. Neue Location, hier waren wir noch nie. Wie toll. Trixie Trotter. Hardy, wie geht es meinem Lieblingsbuchhalter? Ach, der ist doch da. Ging schon besser. Tut mir leid, das zu hören, McFly. Trixie, geh dir die Nase pudern, Püppchen. Jetzt geht's um Geschäftliches. Hey, benehmt euch jetzt, Jungs. Schön, dich zu sehen, Arty. Sie auch, Miss Trotter. Ja, ja, wir sind alle glücklich. Jetzt verschwinde. Ja. Erstmal so auf den Hintern geguckt, ne? Seid ihr Kerle wirklich so dämlich? Was habt ihr euch dabei gedacht, das Fischfutter hierher zu bringen? Wir dachten nur... Das war euer erster Fehler. Denkt. Seht mich an. Seht ihr mich je denken, hä? Anscheinend nicht. Sagt nichts. Bringt ihn einfach rein. Findet raus, was er dem Anwalt erzählt hat und lasst ihn dann verschwinden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut. Wenn ihr nun erlaubt, ich muss einen Brandstifter erledigen. Bringt einer von euch Dummköpfen endlich diese Kisten rein? Wir sind dabei, Kind. So weit, so... Ah! Ja, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich geh besser ganz schnell dort rein. Ich schlage vor, dass wir uns hier drin verstecken. Inhalt. Einflügelige Göttin. Ups. Jetzt geh rein, Junge. Jetzt geh rein. Passt gut. Na dann mal los. Oh, und ganz zufällig kommen die jetzt raus. Die Kisten, Q-Ball. Nur die Suppe um, Q-Ball. Mach die Blutspritzer weg, Q-Ball. Ich bin kein Gangster, ich bin ein verdammter Butler. Ja. Heul doch.
Und wer von euch Jungs geht jetzt zuerst rein? Oh Mann, ganz schön schwer für ein unbewaffnetes Mädchen. Ups. Au. Bitte, ich versuche hier eine professionelle Vernehmung durchzuführen. Wo soll das hier hin? Schieb's einfach hinter die Bar. Ich schieb dich gleich hinter die Bar. Hallo? Ah. Los, Arti. Verdammt, wie viel Chloroform hast du auf das Tuch getan? Warum? Weil es nicht gerade einfach ist, unser Dornröschen hier aufzuwecken. Zeig mal. Interessant. Hey, Arti. Wir haben ein paar Fragen zu dir und dem Staatsanwalt. Siehst du, womit ich mich hier abmühe? Macht wohl die Runde. Zane, aufwachen. Tut mir leid, Boss. Das ist die verdammte Erkältung. Dann versuch wenigstens so lange wach zu bleiben, bis du mit dem Plakat fertig bist. Klar, wir wollen einen Club eröffnen. Und mach die Leuchtreklame aus, klar. Klar. Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. So, und morgen geht's weiter. Tschüss.